wir wollen heute englische Orangenmarmelade machen, also eine bittere Orangenmarmelade. Die ist ja nicht so bitter, wie man denkt. Als erstes müssen wir die Schale von der Orange entfernen. Ich nehme dafür einen Spargelschäler und schäle einfach die Schale von den Orangen. Das müssen Bio-Orangen sein, ganz wichtig. Und die müssen unbehandelt sein, weil der Wachs auf den Orangen macht sich nicht so wirklich gut. Die schält sich ein bisschen schlecht gerade, kein schlechtes Beispiel, aber die müsste hier schon besser gehen. Ja, die ist schon etwas besser. Wirklich schöne, dünne Streifen und aufpassen, dass das Weiße wirklich an der Orange bleibt. Dann wird die Orange filetiert. Also einmal oben, einmal unten abschneiden. Und dann wirklich mit dem Messer, das ist wirklich ein scharfes Messer, einmal direkt das Weiße abschneiden. Und die Schale, mit vielen Weißen, mit den Bitterstoffen, geht schon mal in einen großen Kochtopf. Und die werden später schön ausgekocht, die Schalen. Machen wir uns ans Filetieren. Dafür nehmen wir die Orange, wie sie ist, und schneiden wirklich an den die einzelnen Segmente hier raus. Tropft ein bisschen, kannst eigentlich auch in eine Schüssel machen und die Filets auffangen. Aber ich finde, geht auch so. Wenn ich wirklich sehr viele Orangen habe, dann nehme ich mir die ganzen geschälten Orangen und lege die einfach in den Thermomix und zerkleinert. So, die Reste kommen dann einfach in den, ein bisschen ausquetschen, kommen dann in den Topf. Hier kommt jetzt Wasser raus und die werden dann auf kleiner Stufe circa 4 Stunden gekocht. So, gucken mal, so sieht es jetzt aus. Die Orangen sind gar, also knapp 4 Stunden gekocht. Bevor wir die wegschmeißen, stampfe ich die noch mal ein bisschen durch, um noch ein bisschen Geschmack rauszukriegen aus den Orangen. Wie gesagt, aus den Schalen kann man nichts mehr machen. Die kann man noch nicht mal auf den Komposthaufen schmeißen, weil die gekocht sind. Ist nicht so günstig. So, jetzt geht es darum, dass wir genau abwiegen. Und zwar müssen die Menge ermitteln, damit wir wissen, wie viel Zucker und wie viel Geliermittel nachher rein muss. So. 1 Liter. Zwei Liter. Vorhin einige Orangenfilets geschnitten. Relativ sauber, wie man es in der gehobenen Gastronomie macht. Wenn man die Zeit hat, kann man sich die ganzen Filets schneiden. Bediene mich da manchmal auf der modernen Technik und habe hier den Thermomix genommen und habe die Orangen, weißen Strängen da befreit. Und habe dann die fertigen Orangen einfach mal auf Stufe 8 für ein paar Sekunden stark zerkleinert. Jetzt haben wir hier einen Fruchtmus. So. Hier. Bei 5,5 Liter. Ich muss entsprechend den Zucker dann dazugeben, entsprechend Gelierzucker. Also hier würde ich auf jeden Fall nur 1:3 Zucker nehmen. Die Menge auf 1:3, auf 1,5 Kilo Früchte, 500 Gramm Zucker. Aufkochen, aber nicht zerkochen. Also darf nur wirklich kurz aufkochen und dann ist auch schon wieder Schluss. Bei der Menge an Flüssigkeit habe ich mich jetzt für 1850 Gramm Gelierzucker entschieden. Und zwar nehme ich jetzt hier 1:3 Zucker, weil die Orangen sind eigentlich meist schon süß genug. Jetzt kocht, muss noch eine wichtige Zutat rein, und zwar Zitronensäure. Man kann auch richtig Zitronensaft reinmachen, das habe ich auch schon getan. Aber Zitronensäure hilft nochmal bei der Bindung. So, jetzt kocht es gleich auf.
Wichtig ist, dass man schon die Gläser bereit hat, Schraubgläser. So, jetzt fängt es langsam an zu kochen. Jetzt kommen noch mal 3 Tüten. Gelierzucker hinein. Also man kann auch andere Mengen nehmen, man kann auch 2:1 Zucker nehmen. Ist dann verdammt süß, aber das ist dann jedem selbst überlassen. Und wenn man auf Zucker verzichten will oder so, dann könnte man auch mit Pektin süßen. Allerdings Marmeladen, die mit weniger als ein Drittel Zucker gemacht sind, sind sehr schimmelanfällig. Und dann dauert es nicht lange und dann ist die Marmelade hin. Jetzt soll sie ordentlich aufkochen, sieht aus wie eine alte Erbsensuppe. Wenn man es ganz fein möchte, könnte man natürlich auch die Orangenschalen in ganz feine Julienne schneiden. Aber bei den fast 10 Kilo Orangen machen wir eine sogenannte Gelierprobe. Diese Probe kommt jetzt für 10 Minuten in den Kühlschrank. Die Probe aus dem Kühlschrank geholt nach ca. 10 Minuten. Stell dir fest, die Marmelade hat genau die richtige Konsistenz. Lecker. Das heißt jetzt für mich, die jetzt noch heiße Marmelade, kann schnell abfüllen. Diese Gelierprobe ist immer wichtig bei Marmelade. Falls du das Gefühl haben solltest, die ist nicht fest genug, dann würde ich dir empfehlen, Pektin, Apfelpektin und dazu. So, jetzt wird es heiß. Jetzt muss man zusehen, dass man die Marmelade so heiß wie möglich in die Gläser füllt und sofort zuschraubt. So, ich darf jetzt ca. 20 Gläser befüllen, weil ich habe jetzt über 6 Liter an Flüssigkeit und ja, da geht schon was weg. So, Marmelade ist jetzt fertig und jetzt geht sie aufs Brötchen. Optimale Konsistenz, so muss es sein. Ja, dann viel Spaß beim Nachkochen.